willkommen zu unserer achten Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit dem motorischen System beschäftigen. In der letzten Sitzung haben wir ja die Struktur unseres Nervensystems kennengelernt und die unterschiedlichen Leitungspfade und Verarbeitungswege kennengelernt und auch welche grobe Einteilung, welche funktionelle Einteilung wir in unserem zentralen Nervensystem vornehmen können. Heute und in den nächsten Sitzungen wollen wir uns auf die einzelnen speziellen Funktionen konzentrieren und wir fangen heute eben mit unserem Bewegungssystem, mit unserem motorischen System an. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Grundbausteine unseres motorischen Systems an. Das sind die Muskeln und Sehnen und auch die Innervation, also die Versorgung dieser Muskeln und Sehnen mit Nervenzellen. Dann schauen wir uns an, wie wir eigentlich in unserem motorischen System Informationen verarbeiten und fangen dabei mit den Reflexen, den unterschiedlichen Reflexbahnen und unterschiedlichen Arten von Reflexen an. Dann schauen wir uns an, wie wir beispielsweise vom motorischen Kortex zum Muskel hin Informationen leiten, also diese unterschiedlichen parallelen Informationspfade in unserem motorischen System, um am Ende dann auf die kortikale und subkortikale Organisation unseres motorischen Systems einzugehen. Unser motorisches System, das ist das System, mit dem wir unsere Umwelt beeinflussen. Das ist das System, mit dem wir Informationen, die wir in unserem zentralen Nervensystem generieren, an unsere Muskeln weiterleiten, um dann eben hier unsere Umwelt zu manipulieren. Dazu sind ganz zentral eben unser Zentralnervensystem, unser Gehirn, unser Rückenmark, tiefe Hirnstrukturen und dann eben diese Verbindungen von Rückenmark zu der Muskulatur. Und dabei haben wir zwei unterschiedliche Aspekte. Wir haben nämlich einmal unser somatisches Nervensystem, mit dem wir unsere Körpermuskeln versorgen, also die Muskeln, die wir willkürlich ansteuern können, mit denen wir unsere Extremitäten bewegen, und unser autonomes Nervensystem, das beispielsweise unser Herz, unsere Lunge, unsere Darmmuskelzellen mit Informationen versorgen. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Bevor wir da zu diesen unterschiedlichen Nervensystemen kommen, werfen wir nochmal einen Blick auf unser Rückenmark. Dieses Rückenmark, das haben wir ja in der letzten Woche schon kennengelernt, das ist ja eine Struktur, die ganz ähnlich aufgebaut ist wie unser Gehirn, also auch Teil des zentralen Nervensystems. Wir können hier auch im Rückenmark teilen zwischen grauer und weißer Substanz. Wobei hier das Interessante im Rückenmark ist, dass wir die graue Substanz in der Mitte haben und die weiße Substanz drumherum gegliedert ist. Wir haben in diesem Rückenmark einen dorsalen und einen ventralen Bereich. Ventral, das ist der Bereich, der zum Bauch zeigt. Dorsal, das ist der Bereich, der zum Rücken zeigt. Ventral im Bauchbereich, da geht die Information raus. Also da verlässt die Information unser Rückenmark. Das sind also die efferenten Bahnen, also die Bahnen, mit denen wir dann unsere Muskeln ansteuern. Auf der anderen Seite eben im Dorsalbereich, da wo das zum Rücken hin zeigt, da kommt die Information rein in unser Rückenmark. Da nehmen wir also die afferente Information aus unseren Muskeln, aus unserem Nervensystem auf. Parallel zum Rückenmark haben wir dann noch die Spinalganglien. Das sind Knoten von Nervenzellen, in denen eben die Zellkörper von sensorischen und motorischen Nerven sitzen. Und dieses Rückenmark, das ist folgt einer ganz bestimmten Ordnung. Wir haben eine Ordnung entlang des Rückenmarks, dass ganz bestimmte Rückenmarksegmente für die Innervation, also für die Versorgung von ganz bestimmten Körperbereichen relevant sind. Und wir haben auch eine funktionelle topografische Ordnung innerhalb des Rückenmarks, nämlich diese topografische Ordnung schaut so aus, wir sehen es hier auf der Abbildung, dass in der Mitte des Rückenmarks die Bereiche repräsentiert sind, die nah an der Mitte unseres Körpers liegen. Am Rand des Rückenmarks, hier am Rand der grauen Substanz, da finden wir die Bereiche, die distale Informationen versorgen. Also distal unsere Extremitäten, proximal alles, was zur Mitte
unseres Körpers hinzieht. Und diese Ordnung, die werden wir jetzt noch im weiteren Verlauf ganz häufig kennenlernen, wenn wir die unterschiedlichen Leitungsbahnen, Leitungssysteme in unserem motorischen System kennenlernen. Und jetzt wollen wir einmal einen Blick werfen auf unsere Muskeln. Unsere Muskulatur, die kann man ganz grob in zwei Klassen unterteilen. Das eine ist die sogenannte quergestreifte Muskulatur und das andere ist die sogenannte glatte Muskulatur. Die haben unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Eigenschaften, aber was Sie sich schon mal merken können als ganz grobe Einteilung ist, dass die quergestreifte Muskulatur, das ist die Muskulatur unserer Willkürbewegung. Das ist das, was Sie so als klassischen Muskel kennen, also hier unsere Armmuskeln, unser Bizeps, unser Trizeps, das sind eben alles quergestreifte Muskeln. Glatte Muskulatur, das ist typischerweise die Muskulatur unseres autonomen Nervensystems, also das ist Muskulatur, die wir nicht bewusst ansteuern können, die wir beispielsweise im Herzen, im Darm, hier in diesen inneren Organen finden. Schauen wir uns jetzt erstmal unser somatisches Nervensystem mit der quergestreiften Muskulatur an. Da haben wir sowohl efferente als auch afferente Informationsleitung. Die efferente Informationsleitung, das ist eben dann hier die Informationsleitung in unserer Willkürbewegung. Also das sind Muskeln, die können wir bewusst ansteuern. Wenn ich also meinen Arm bewegen möchte, dann steuere ich hier mein somatisches Nervensystem über hier diese efferenten Nerven an. Das ist also auch unsere Skelettmuskulatur, also all die Muskeln, die an unser Skelett andocken. Wir bekommen aber natürlich auch noch afferente Informationen, da werden wir auch noch genauer darauf eingehen. Wir bekommen also Informationen aus unseren Muskeln, aus unseren Gelenken, aus unseren Sehnen, von unserer Körperperipherie zu unserem zentralen Nervensystem. Und dieses somatische Nervensystem, das zeichnet sich dadurch aus, dass wir relativ direkte Verbindungen aus unserem motorischen Kortex haben, also den motorischen Kortex, den finden wir hier anterior, also vor der Zentralfurche im Neokortex. Und hier haben wir direkte Verbindungen aus diesem motorischen System über unser Rückenmark eben direkt dann an die quergestreifte Muskulatur. Diese quergestreifte Muskulatur, das sind quasi diese Muskeln, die wir so klassischerweise als Muskel kennen. Das ist also diese Skelettmuskulatur. Das sind relativ lange Fasern, die auch durchaus einen relativ großen Durchmesser haben. Die können also sehr, sehr lang sein. Also wenn Sie beispielsweise an Ihre Oberschenkelmuskulatur denken, da haben wir sehr große Muskeln mit sehr langen Muskelfasern, die auch einen relativ großen Durchmesser hier haben. Dabei muss man beachten, wir müssen unterscheiden zwischen Muskelfaserzellen, also den einzelnen Zellen in der Muskel, Muskelfaserbündeln, also der Zusammenschluss von mehreren Muskelzellen und dem Muskel an sich, also dem gesamten Muskel. Und innerhalb des Muskels, da finden wir auch noch die Muskelspindeln, die dann wieder relevant sind für die Ansteuerung und die afferente Information, also die Informationsaufnahme aus dem Muskel. Das Interessante oder das Wichtige hier bei dieser quergestreiften Muskulatur ist, dass sie auf einen Reiz hin kontrahieren kann, also wir können sie sehr bewusst ansteuern. Und Sie sehen es hier in der Abbildung, diese Ansteuerung, die kann unterschiedlich spezialisiert sein. Die kann also sehr diffus erfolgen, dass wir mit einer Nervenzelle einen sehr großen Bereich eines Muskels ansteuern. Und wir können auch den gleichen Muskel mit unterschiedlichen Nerven ansteuern. Wobei hier ganz wichtig ist, dass eine Muskelzelle immer nur Informationen von einer Nervenzelle bekommt, aber eine Nervenzelle eben mehrere Muskelzellen ansteuern kann. Schauen wir uns mal also diese Muskelzellen genauer an. Diese quergestreifte Muskulatur besteht aus einem Zusammenschluss von mehreren Muskelzellen. Und diese Muskelzellen, die sind ganz ähnlich aufgebaut. Da haben wir im Grunde, sind das lange Zellen, in denen wir diese normalen Organellen finden, die wir in jeder anderen Zelle auch finden.
aber eben hauptsächlich sehr lange Proteinfäden. Und diese Proteinfäden, die haben wir ja schon ganz am Anfang von unserer Vorlesungsreihe kennengelernt. Das sind eben diese langen Strukturen, diese Neurofibrillen, diese langen Strukturproteine, die hier für die Bewegung dieser Muskelzellen ganz relevant und ganz zentral sind. So eine Muskelzelle, die hat natürlich einen Zellkern und diese Muskelzelle wird umschlossen durch eine Zellmembran, das sogenannte Sarkolemma. Und innerhalb von diesem Zellmembran, innerhalb von diesem Sarkolemma, finden wir ganz bestimmte funktionelle Einheiten, die sogenannten Myofibrillen. Diese Myofibrillen, das sind eben dieser Zusammenschluss von diesen Proteinfäden, von diesen Fibrillen zu eben diesen bewegungsaktiven Anteilen einer Muskelzelle. Wir haben natürlich auch hier Mitochondrien und diese Myofibrillen, also dieser Zusammenschluss von diesen Filamenten, die sind jeweils eingepackt in funktionelle Einheiten anhand von Bindegeweben, und anhand von diesen Bindegewebsunterteilungen können wir dann unterschiedliche Abschnitte von so einer Muskelzelle unterscheiden. Schauen wir uns mal so die funktionelle Einheit, diese Bewegungseinheit in so einer Muskelzelle genauer an. Da haben wir also ganz drumherum unser Sarkolemma, unsere Zellmembran und dann haben wir hier immer eingeteilt zwischen diese Bindegewebsbänder, diese Bereiche des Muskels, die sich hier tatsächlich zusammenziehen. Und hier ganz wichtig sind eben zwei unterschiedliche Arten von diesen Fibrillen, von diesen Proteinfäden, nämlich einmal unser Myosin und einmal unser Aktin. Also dieser Zusammenschluss aus Aktin und Myosin, das ist der Bereich des Muskels, der sich hier tatsächlich dann bewegt und der für die Muskelbewegung hier relevant ist. Und diese Fäden, die haben wir hier, die liegen hier ganz häufig parallel nebeneinander und die sind an unterschiedlichen Strukturproteinen dann wieder aufgehängt. Also beispielsweise diese Aktinfäden, die sind an den sogenannten Z-Banden oder Z-Scheiben aufgehängt. Also wir haben hier so quasi Bindegewebsstrukturen, an denen dann hier unsere Proteinfäden hängen. Die liegen nah beieinander und können sich dann gegeneinander verschieben. Schauen wir uns mal an, wie das eigentlich funktioniert, wie wir diese Fäden, dieses Aktin und das Myosin gegeneinander verschieben können und wie wir dadurch eine Bewegung vollführen können. Wenn wir also ein Gewicht aufheben, also wir wollen irgendwas hochheben, dann müssen wir unseren Muskel kontrahieren, dann müssen wir also verkürzen. Und für diese Verkürzung müssen eben Aktin- und Myosinfäden aneinander entlang bewegt werden. Und für diese Bewegung von Aktin und Myosin, da sind eben ganz bestimmte Stoffwechselvorgänge ganz zentral, die unter Steuerung von Calcium erfolgen. Calcium bindet hier an eine ganz bestimmte Bindungsstelle, das sogenannte Troponin, an unserem Aktinfilament. Durch diese Calciumbindung kann es dann zu einer Bindung zwischen unserem Aktin und unserem Myosin kommen. Also hier, Calcium bindet hier, dadurch können Aktin und Myosin eine Bindung eingehen und dann unter Steuerung von unserem Energielieferanten in der Zelle, unserem ATP, kann dann dieses Bindungsköpfchen am Myosin abknicken. Also wir gehen also eine Bindung zwischen unserem Aktin und unserem Myosin ein und dann unter Steuerung von ATP knickt dieses Myosin ab und diese beiden Fäden bewegen sich entlang voneinander und kontrahieren, ziehen also so unseren Muskel zusammen. Sie sehen also, das ist ein energieaufwendiger Prozess, deswegen wir haben auch Mitochondrien hier in unseren Zellen vorhanden, um hier eben ATP zu produzieren. Ganz zentral ist hier eben Calcium als das Steuerungselement, das hier diese Kontraktion erst initiiert. Und auch ganz wichtig beteiligt daran ist unser Magnesium. Denn Magnesium stabilisiert diese ganzen
Prozesse, die hier ablaufen, stabilisiert, also diese Stoffwechselprozesse, die sowohl ATP für die Generation von ATP relevant sind, als auch eben für dieses Abknicken von diesen Myosinfäden. Und das kennen Sie vielleicht, wenn Sie beispielsweise sehr viel schwitzen und dabei sehr viel Salz verlieren, also beispielsweise sehr viel Magnesium, sehr viel Kalzium verlieren, dann kann das eben zu Muskelkrämpfen führen. Also hier ein Mangel an eben diesen essentiellen Stoffen wie Kalzium, Magnesium kann dazu führen, dass diese Muskelaktivität nicht mehr gut funktioniert, also nicht mehr vollständig funktioniert und damit ihre muskuläre Leistung eingeschränkt ist. Und dieses Zusammenziehen von diesen Muskeln, das können Sie auch bei sich selber natürlich bemerken. Also wenn Sie hier natürlich Ihren Körper bewegen, dann ziehen Sie ja jedes Mal die Muskeln zusammen. Aber Sie können das auch hören. Wenn Sie jetzt in einem ganz, ganz leisen Raum sind, dann können Sie mal Ihre Daumen in Ihre Ohren stecken, dass Sie so Ihren Gehörgang komplett verdecken. Und dann können Sie mal Ihre Hände mit ganz viel Kraft zusammenziehen. Wenn Sie das mal ausprobieren, in dem leisen Raum, dann hören Sie vielleicht so ein leises Rumpeln. Dieses leise Rumpeln, das Sie dabei hören, das ist das Zusammenziehen von diesen Muskeln. Das ist ein Frequenzbereich das sind Frequenzen im Bereich von 20 bis 30 Hertz, die eben hier dieses Zusammenziehen von diesen Muskeln repräsentieren. Also das können Sie tatsächlich also auch bei sich selber hören. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir im Gegensatz zu diesem somatischen System, wo wir eben willkürlich unsere Muskeln ansteuern können, wo es eben zu starken Kontraktionen in der quergestreiften Muskulatur kommt, im Gegensatz dazu schauen wir uns jetzt unser autonomes System an, also die muskuläre Versorgung unserer inneren Organe. Dabei haben wir eben hier keine willkürliche Bewegung, sondern es sind vor allem hier unwillkürliche Bewegungen, also beispielsweise die Ansteuerung ihrer Herzmuskulatur. Das steuern Sie ja nicht willkürlich, also Sie steuern ja nicht bewusst, jetzt schlägt mein Herz, oder Sie steuern auch Ihre Atmung in der Regel nicht bewusst. Also das sind alles eigentlich alles Steuerungsprozesse, die hier unbewusst, unwillkürlich ablaufen. Aber trotzdem bekommen wir natürlich afferente Informationen, also wir bekommen Rückmeldung auch aus diesen Muskeln über den Zustand, über die Arbeit dieser Muskulaturen. Also Sie spüren beispielsweise Ihren Herzschlag, Sie spüren auch die Muskulatur aus Ihrem Darmnervensystem beispielsweise und können die auch tatsächlich bewusst wahrnehmen. Die Innervation hier ist ein bisschen anders. Da haben wir also hier in unserem autonomen Nervensystem weniger eine Beteiligung unseres primären motorischen Kortex, sondern hier sind tiefe Hirnregionen relevanter, wie beispielsweise hier im Hypothalamus. Und von hier, von diesen tieferen Hirnregionen, laufen relativ lange Nervenfasern hin eben zur Verschaltung im Rückenmark, um dann eben noch einmal kurz vor dem Zielorgan synaptisch verschaltet zu werden. Wir haben also eine leicht andere Innervation. Im somatischen Nervensystem haben wir eine Verschaltung auf Rückenmarksebene und dann ziehen die Nerven bis zum Zielorgan. Hier im autonomen Nervensystem haben wir eine Verschaltung auf dem Rückenmark und dann nochmal eine Verschaltungsstelle kurz vor dem Zielorgan. Diese glatte Muskulatur, die ist ein bisschen anders aufgebaut als unsere quergestreifte Muskulatur. Auch hier in der glatten Muskulatur finden wir Aktin- und Myosinfäden, die sich gegeneinander verkürzen. Also dieses Prinzip ist erstmal das gleiche wie in der quergestreiften Muskulatur, aber diese Muskelfasern, die sind nicht in der gleichen Struktur angeordnet. Schauen wir uns diese Struktur also mal genauer an. Sie sehen hier auf der Abbildung schon, dass wir hier bei der glatten Muskulatur nicht diese Streifen haben, deswegen heißt die ja auch glatte Muskulatur, sondern hier unsere Aktin- und Myosinfilamente hängen also nicht an diesen regulär angeordneten Z-Scheiben zum Beispiel, sondern an den sogenannten Dense Bodies. Das sind auch wieder Bindegewebskörper, die aber eben hier in einer anderen räumlichen Ordnung angeordnet sind, sodass wir hier eher eine netzartige Struktur von diesen Aktin- und Myosinfäden haben. Das Wichtige hier auch in der glatten Muskulatur ist, dass wir hier zwischen diesen glatten Muskelzellen die sogenannten Gap Junctions haben. Sie erinnern sich nochmal, Gap Junctions, die hatten wir schon kennengelernt. Das sind diese Synapsen,
bei denen es keine chemische Übertragung gibt, sondern eine elektrische Übertragung. Also bei diesen Gap Junction, das sind also tatsächlich Zusammenschlüsse von Ionenkanälen, durch die dann direkt Ionen wandern können. Das heißt hier also, in der glatten Muskulatur kann sich die Erregung von Muskelzelle zu Muskelzelle fortsetzen, ohne dass ich hier die einzelnen Muskelzellen mit einer Nervenzelle ansteuern muss. Das bedeutet hier, das ist auch ganz wichtig eben für unser autonomes Nervensystem, in dem ja unsere Neurotransmitter relativ diffus ausgeschüttet werden, dass hier diese diffus ausgeschütteten Neurotransmitter zwar einzelne Nervenzellen aktivieren, sich dann aber diese Aktivierung zwischen den Nervenzellen fortlaufend ausbreitet und damit beispielsweise für diese rhythmische Kontraktion in unserem Herz oder unserem Darmsystem verantwortlich ist. Schauen wir uns jetzt also mal genauer an, wie sich eigentlich diese glatte Muskulatur zusammenzieht. Es ist im Grunde der gleiche Prozess wie bei unserer quergestreiften Muskulatur. Wir haben unsere Aktin- und unsere Myosinfäden. Auch hier haben wir den gleichen Prozess. Hier haben wir unter Steuerung von Calcium kommt es hier zu einer Bindung und dann knickt unser Myosinköpfchen ab und unser Muskel verkürzt sich und damit kontrahieren diese Muskeln. Das Wichtige dabei ist, dass diese Längenveränderung in dieser quergestreiften Muskulatur, die ist nicht so in der glatten Muskulatur, die ist deutlich kleiner als in der quergestreiften Muskulatur, aber die sind deutlich ermüdungsresistenter. Also das kennen Sie vielleicht, dass Ihre Skelettmuskeln, wenn Sie beispielsweise lange im Liegestütz bleiben oder lange irgendwas tragen, dann ermüden diese Muskeln. Und diese Ermüdung, die finden wir in der glatten Muskulatur deutlich weniger oder deutlich seltener. Also Ihr Herz beispielsweise schlägt ja 80, 90 Jahre lang durchgehend, ohne zu ermüden. Das ist also eine sehr resistente, eine sehr ausdauernde Muskulatur. Unsere Muskeln in unserem Körper, die hängen natürlich nicht einfach so irgendwo rum, sondern die müssen mit irgendwas verbunden sein. Das heißt, in der Regel eigentlich alle Muskeln, also es gibt so ein paar Muskeln, die sind eine Ausnahme, beispielsweise unsere Zunge ist so eine Ausnahme, aber alle anderen Muskeln sind eigentlich mit mehreren Knochen verbunden und diese Verbindung mit anderen Körperteilen erfolgt über unsere Sehnen. Diese Sehnen, das sind so lange Bindegewebs. Strukturen. Diese Sehnen sind also die Verbindung zwischen Muskeln und Knochen oder auch zwischen unterschiedlichen Muskeln. Die können eben unterschiedlich angeordnet sein, je nachdem an welcher Seite beispielsweise von unserer quergestreiften Muskulatur die angreifen, um dann eben hier auch unterschiedliche Strukturen hier zu realisieren, die dann mit unterschiedlichen Eigenschaften zusammenhängen. Also haben wir dann beispielsweise, je nachdem, ob wir in einen Muskel, ob wir den eher stark verkürzen wollen oder ob dieser Muskel eher für eine starke Bewegung relevant ist, können wir hier eben Muskeln und Sehnen unterschiedlich anordnen. Das ganz Wichtige ist, diese Sehnen, die sind nicht nur einfach die Aufhängepunkte für unsere Muskeln, sondern wir haben in diesen Sehnen auch ein sensorisches Organ, das sogenannte Golgi-Sehnenorgan. Und mit diesem Golgi-Sehnenorgan bekommen wir Informationen über die Spannung, also über die Kräfte, die auf die Muskeln wirken, die dann eben ganz relevant sind für die Feinsteuerung am Muskel. Und diese Feinsteuerung, die wollen wir uns jetzt gleich mal genauer anschauen. Zuerst schauen wir uns aber an, wie wir eigentlich so einen Muskel aktivieren. Wir bleiben jetzt mal bei der quergestreiften Muskulatur als Prototyp. Da haben wir ein Neuron, ein motorisches Neuron, das hat den Zellkörper beispielsweise in der grauen Substanz im Rückenmark und läuft dann in einem myelinisierten Axon, also da haben wir eben diese Schwann-Cells um dieses Axon drumherum in unsere Peripherie, um dann an eine Muskelzelle anzudocken. Ich hatte es schon gesagt, ganz wichtig hier, ein Nerv kann immer mehrere Muskelzellen versorgen. Also sprich, unser Axon, das spaltet sich auf in ganz viele Axonkollateralen und an jedem Axonkollateralen haben wir dann eine Verbindungsstelle zu unserer Muskelzelle. Und da sitzen also auf diesem Sarkolemma, auf der Zellwand der Muskelzellen, da sitzen dann Rezeptoren.
diese Rezeptoren hier und dieser Übertragungsstoff in unserem somatischen motorischen System sind eben hier vor allem unser Acetylcholin, ist hier der Neurotransmitter. Also die Rezeptoren an der Muskelzelle sind Acetylcholin-Rezeptoren. Und hier die Übertragung, das ist im Grunde das, was wir von der chemischen Synapse schon kennen. Wir haben unseren Axon-Terminal. An diesem Axon-Terminal haben wir Vesikel. Diese Vesikel fusionieren, entlassen unser Acetylcholin, unseren Transmitterstoff, dann in den synaptischen Spalt zwischen Axon und Muskelzelle. Und dann haben wir an der Muskelzelle dann eben hier unsere Rezeptoren. Und hier diese Bindungsstelle, die ist an den Muskelzellen häufig so aufgefaltet, um eben hier diese Oberfläche zu vergrößern, um diese Bindungsstelle hier zu vergrößern. Ganz interessant dabei ist, dass wir nicht überall gleich viele Nervenzellen zu einem Muskel haben und nicht überall gleich viele Muskeln zu einer Nervenzelle haben. Die sogenannte Innervationszahl beschreibt eben, wie viele Nervenzellen einen Muskel, also eine Ansammlung von Muskelzellen innervieren. Diese Innervationszahl, je größer die ist, desto mehr Muskelzellen werden von einem Nerv angesprochen. Also beispielsweise hier in unserer Wade, also in unserem Bein, da haben wir sehr starke Muskeln, mit denen wir uns aufrecht halten, die für unseren aufrechten Gang sehr relevant sind. Und diese Muskeln, die werden von sehr wenigen Nervenzellen angesprochen. Also hier versorgt eine Nervenzelle einen sehr großen Muskel, also sehr, sehr viele einzelne Muskelzellen gleichzeitig. Andersrum haben wir beispielsweise in unserem Auge die Muskeln, die unser Auge bewegen, die also hier relevant sind, beispielsweise für unsere Augenbewegung, für das Blinzeln. Da haben wir eine sehr feine Ansteuerung. Da haben wir also eine sehr geringe Innervationszahl. Da versorgt beispielsweise eine einzelne Nervenzelle nur 5 Muskelfasern. Das heißt, wir haben hier eine sehr exakte, sehr genaue Ansteuerung, die sehr, sehr kleinteilig funktionieren kann. Das heißt hier, also diese Innervationszahl gibt an, wie fein, wie genau kann ich eigentlich diese Muskelgruppe ansteuern. Je kleiner diese Innervationszahl, desto genauer kann ich hier diesen Muskel eben ansteuern. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich diese Muskeln ansteuern und welche Informationen wir eigentlich auch aus den Muskeln bekommen. Wir schauen uns also jetzt die efferenten und afferenten Faserverbindungen in unserem motorischen System an. Efferent, das wissen Sie ja mittlerweile, das sind all die Faserverbindungen, mit denen ich einen Effekt erzeuge, also mit denen ich irgendeine Information herausschicke. Das sind vor allem im motorischen System 2 Klassen von Neuronen, die sogenannten Alpha- und die Gamma-Motorneurone. Diese Alpha-Motorneurone, die innervieren dabei sogenannte extrafusale Muskelfasern. Extrafusale Muskelfasern, das sind eigentlich so unsere standardnormalen Muskelfasern. Das sind quasi die Muskelfasern, die wirklich hier für die Kontraktion unserer Muskeln relevant sind. Andersrum, das Gamma-Motorneuron, das innerviert die sogenannten intrafusalen Muskelzellen. Wir haben also in unseren Muskeln sogenannte Muskelspindeln und innerhalb dieser Muskelspindeln finden wir die sogenannten intrafusalen Muskelfasern, die dann eben durch die sogenannten Gamma-Motoneurone innerviert werden. Auf der anderen Seite bekommen wir auch Informationen aus unserem motorischen System über unsere afferenten Leitungen. Und jetzt erinnern Sie sich nochmal an diese unterschiedlichen Klassifikationssysteme von Nervenzellen, die wir schon kennengelernt haben. Und hier können wir jetzt diese afferenten Neurone einteilen in beispielsweise 1a, 1b oder 2 Zellen. Das sind also hier die 1a-afferenten Neuronen, die sind eben relevant, auch wieder für die Innervation dieser Muskelspindeln, die hier vor allem die Dehnung der Muskelspindeln rückmelden. Die 1b-afferenten Zellen, die sind dann eben relevant für die Dehnung in unseren Sehnen, also hier für die Innervation des sogenannten Golgi-Sehnenorgans in diesen Sehnen, also in den Bindungsstellen zwischen Muskeln und Knochen beispielsweise. Und dann haben wir noch die 2 Zellen, die man auch Beta,
Rezeptoren oder beta-afferenten Zellen nennt. Das sind auch wiederum Dehnungsrezeptoren, die adaptieren auch nicht, die melden tatsächlich die Dehnung, die gesamte Dehnung des Muskels zurück. Wir haben also hier tatsächlich Rezeptoren im Muskel, das sind freie Nervenendigungen, die hier über mechanosensible Ionenkanäle die Dehnung des Muskels zurückmelden. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie diese Zellen eigentlich zusammenarbeiten. Und dazu schauen wir uns erstmal die Sensorik in unserem motorischen System an. Das ist ein bisschen paradox, weil eigentlich reden wir über unser motorisches System, aber für die Arbeit unseres motorischen Systems ist das Feedback, das sensorische Rückmelden aus den Muskeln ganz zentral. Das Erste, was wir uns dabei anschauen müssen, sind die sogenannten Muskelspindeln, also die in den Muskelspindeln die sogenannten intrafusalen Muskelzellen. Um diese intrafusalen Muskelzellen drumherum winden sich Nervenzellen, die sogenannten 1A-Nervenzellen. Die bilden also ab, wie eben hier diese Muskelspindeln gedehnt sind, die Arbeit von diesen Muskelspindeln. Auf der anderen Seite, in den Sehnen haben wir also rein verflochten auch wiederum nervenfreie Nervenendigungen der 1B-Muskelzellen, die eben hier das sogenannte Golgi-Sehnenorgan darstellen, die eben Informationen über die Spannung, über die Dehnung dieser Sehnen uns liefern. Und jetzt wollen wir mal uns anschauen, wie eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Zellen zusammen, die ganzen unterschiedlichen Fasern zusammenarbeiten. Hier in Schaubild A sehen Sie also beispielsweise den Ruhezustand, also Ihre Muskeln, die hängen einfach gespannt zwischen zwei Knochen, einfach so herum. Das heißt, unsere intrafusalen Muskeln, die sind also jetzt unter leichter Spannung, die melden jetzt also hier eine ganz bestimmte Spannung über die 1A-Fasern zurück. Also hier finden wir regelmäßige Aktionspotenziale, die signalisieren, in welcher Spannung sich dieser Muskel gerade befindet. Und jetzt in Schaubild B aktivieren wir unser Alpha-Motorneuron. Also unser Alpha-Motorneuron, das aktiviert dann unsere extrafusalen Muskelzellen und das führt dann dazu, dass hier eben ein Aktionspotenzial kommt hier an, Neurotransmitter werden ausgeschüttet, unser Acetylcholin bindet also an die Rezeptoren und das führt dann dazu, dass hier diese Signalkaskade ausgelöst wird, Calcium an die Aktinfasern bindet, Aktin und Myosin sich verbinden und Aktin und Myosin sich gegeneinander verschieben und sich damit unser Muskel zusammenzieht. Dadurch verändert sich natürlich die Spannung an unseren intrafusalen Muskelzellen. Die waren ja vorher waren die gespannt und hier haben unsere 1A-Fasern regelmäßig diese Spannung zurückgemeldet. Jetzt zieht sich unser Muskel zusammen und diese Spannung an diesen intrafusalen Muskelzellen lässt nach. Also hören auch diese 1A-Fasern auf zu feuern. Um dem entgegenzuwirken, aktivieren wir unsere Gamma-Motorneurone und diese Gamma-Motorneurone führen dazu, dass sich auch die intrafusalen Muskelzellen zusammenziehen, also hier unsere Muskelspindeln wieder unter Spannung sind und unsere 1A-Zellen wieder anfangen können zu feuern, also hier wieder eine Information zurückmelden können. Einen anderen Prozess erleben wir, wenn wir nicht unseren Muskel zusammenziehen, sondern wenn unser Muskel beispielsweise gedehnt wird. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Körper in Ruhestellung und dann bewegen Sie Ihren Arm und dann wird ja beispielsweise Ihr Bizeps wird dann gedehnt. Und diese Dehnung dieses Bizeps, die wirkt sich natürlich auch auf die Spannung an unseren Sehnen aus. Und diese Spannung an den Sehnen, die wird dann rückgemeldet über die sogenannten Golgi-Sehnenorgane, über die 1B-Neuronen. Also im Schaubild A, da sind wir im Ruhezustand, da bewegen wir unseren Muskel nicht. In Schaubild B, da bewegen wir unseren Muskel. Wir ziehen also hier an den Sehnen. Unser 1B-sensorisches Neuron fängt also an zu feuern, signalisiert also diese Spannung. Und dann können wir in Reaktion auf diese Spannung unser Alpha-Motorneuron aktivieren, das hier entgegenwirkt und unseren Muskel kontrahiert und eben hier dieser Bewegung entgegenwirkt und unseren Arm eben wieder zurückzieht. Wir sehen hier eben hier dieser Kreislauf aus
Sensorik und Motorik, wobei eben hier 1a und 1b-Zellen unterschiedliche Informationen zurückliefern und unsere Alpha- und unsere Gamma-Motorneurone unterschiedliche Anteile unserer Muskelfaser innervieren. Damit haben wir jetzt im Großen und Ganzen kennengelernt, wie denn eigentlich die Muskeln in unserem motorischen System arbeiten. Damit sind wir am Ende des ersten Teils der Vorlesung. Und im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir jetzt genauer anschauen, wie das eigentlich so im Großen und Ganzen funktioniert. Also wie wir eben beispielsweise Reflexe auslösen und wie wir Informationen in unserem motorischen System transportieren.